Wir kommen zum Autotest. Diesmal ist es ein Wagen aus der reichen Palette von Renault, nämlich ein R14. Er steht mit rund 11.900 Mark im härtesten Feld der deutschen Konkurrenz. Ob seine Technik und seine Form ausreichen, diesen Konkurrenzkampf zu bestehen, das untersuchen wir jetzt im Autotest der R14 TL. Die Form dieser jüngsten Schöpfung aus Frankreich lässt keinen Zweifel aufkommen, dass ihre Väter auch weiterhin auf ein eigenständiges, stilistisches Konzept Wert legen. Schön ist er sicher nicht, der R14, aber er bietet in seiner Grundkonzeption eine ganze Menge Vernünftiges für den täglichen Gebrauch, ein Punkt, auf den die Franzosen schon von jeher geachtet haben, auch wenn dies manchmal auf Kosten einer gefälligeren Optik geht. Der R14, ein bisschen über 4 Meter lang, also beispielsweise 30 cm länger als ein Golf, verwöhnt mit großzügigen Innendimensionen und so viel Platz, dass 4 Personen auch wirklich bequem sitzen können. Man hat genügend Bein- und Kopffreiheit, fühlt sich rechts und links nicht beengt. Es ist den Franzosen gelungen, das kompakte Auto bis in den letzten Winkel in nutzbaren Platz umzusetzen. Diese Grundidee hat auch nicht Halt gemacht vor dem Kofferraum, der mit ein paar Handgriffen in eine imponierende Ladefläche umgewandelt werden kann. 5 Türen gehören zur Serie. Die Innenausstattung selbst berücksichtigt das Notwendige. Im Einzelnen gibt es da allerdings noch eine Menge zu verbessern. Die Scheibenwaschanlage muss mit dem Fuß bedient werden. Das ist ebenso antiquiert wie die unnütze Kombination des Lichtschalters mit dem Knopf der Signalanlage. Der Motor, 1218 Kubikzentimeter, 57 PS oder 42 Kilowatt. Er liegt quer zur Fahrtrichtung und ist eine durch und durch moderne Konstruktion mit viel Aluminium, einer obenliegenden Nockenwelle, die über eine Kette angetrieben wird, mit einem Querstrom-Zylinderkopf, wobei Achsantrieb, Differential und Getriebe genau unter dem Motor angesiedelt sind. Der Motor des R14 eine saubere, weich laufende Angelegenheit. Aber eines ist noch festzuhalten, er stammt nicht von Renault, er stammt von Peugeot. Und tut dort seit einigen Jahren, allerdings in einer kleineren Version, im Typ 104 Dienst. Das Erste, was einem beim Fahren missliebig auffällt, ist das äußerst unpräzise Schaltgestänge. Selbst wenn man sich mit seinen Eigenheiten vertraut gemacht hat, gibt es seinen Widerstand gegen das Einlegen der Gänge, vor allen Dingen des ersten, nicht auf. Die Schaltung also unpräzise, ungenau und schwammig. Renault wird gut daran tun, hier schnellstens Abhilfe zu schaffen, denn das ist ein Punkt, der das Fahrvergnügen ganz eindeutig mindert. Der Geräuschpegel, der sich im Wageninneren entwickelt, zeichnet sich durch angenehme Zurückhaltung aus. Bei Tempo 100 72 dBA, wobei die mechanischen Töne überwiegen und die Windgeräusche an der Karosserie auf ein Minimum reduziert sind. Beschleunigungsmessung von 0 auf 100. Seine Höchstleistung erreicht der Motor bei 6000 Touren. Er verhilft dem R14 zu einem Beschleunigungswert von 16,1 Sekunden. Zum Vergleich: Alfa Sud 15,2, VW Golf 15,9, Renault 14 16,1, Fiat 131 17,9. Höchstgeschwindigkeit 145 Kilometer. Das ist für ein Automobil dieser Größenordnung ein gerade noch ausreichender Wert. Andererseits verführt die insgesamt nur durchschnittliche Leistung dazu, dass man sich vor allen Dingen, wenn der Wagen mit mehreren Personen und Gepäck unterwegs ist, häufiger als einem lieb sein kann, in den oberen Drehzahlbereichen bewegt. Und das hat naturgemäß keinen günstigen Einfluss auf den Verbrauch. Zunächst einmal, es muss super getankt werden. Auf der Autobahn bei einem Schnitt von 120 brauchte der R14 10,2 Liter. Auf der Landstraße bei einem Durchschnittstempo von 75 9,6 und im Kurzstreckenverkehr 10,8. Das ergibt einen Testverbrauch von insgesamt 10,1 Litern pro 100 Kilometern.
In den Tank des R14 gehen unglücklicherweise nur 38 Liter. Das bedeutet also einen auf rund 370 Kilometer beschränkten Aktionsradius. Verbrauchszahlen zum Vergleich: Alpha Sud 9,1 Liter pro 100 Kilometer. VW Golf 9,8, Renault 14 10,1, Fiat 131 11,2. Der R14 wäre kein Renault, wenn er nicht ebenso wie seine Brüder aus dem gleichen Stall einen überdurchschnittlichen Federungskomfort mitbrächte. Bodenwellen aller Art, kleine und große Fahrbahnunebenheiten, Querrennen und Löcher schluckt er spielend. Sanft wie eine Wiege, dieser R14. Steuert der frontangetriebene Wagen leicht, das heißt, er drängt mit dem äußeren Vorderrad nach außen. Die Komfortfederung und Dämpfung sorgen für eine Querneigung, die zwar das sichere Fahrverhalten nicht beeinträchtigt, dafür aber das Wohlbefinden der Passagiere. Komfort ist sicher eine gute und notwendige Sache, aber er hat eben nicht nur seine Aufgabe in einer dementsprechenden Federungsabstimmung zu erledigen. Zum Komfort gehört unter vielem anderen natürlich auch zurückhaltende Reaktionen in anderen Fahrsituationen. Dabei geht es gar nicht so sehr um große Geschwindigkeiten. Der R14 verbeugt sich auch dann, wenn er in zivilem Tempo bewegt wird. So gutmütig das Fahrwerk des R14 ist und so sicher man mit diesem Auto auch immer unterwegs sein kann, die Lenkung macht einem das Leben schwer. Nicht nur, dass sie in bestimmten Bereichen äußerst unpräzise ist, man braucht in langsamen und in engen Kurven viel zu viel Kraft, vor allen Dingen in der Stadt. Man spürt den Frontantrieb. Ein technisches Problem, das, wie viele andere Beispiele zeigen, durchaus in den Griff zu bekommen ist. Wohlgemerkt, das hat mit der eigentlichen Fahrsicherheit nur wenig zu tun, aber es ist ein Minuspunkt im Bereich der Handlichkeit. Daran kann auch ein Wendekreis von 10 Metern und 20 nichts ändern. Bei Seitenwind benimmt sich der R14 ordentlich. Auch wenn er wie hier mit einer gewaltigen Böe von 100 Kilometern Geschwindigkeit von der Seite angeblasen wird, ist mit bösartigen Reaktionen nicht zu rechnen. Abweichung vom ursprünglichen Kurs 2,20 Meter. Nicht ganz unempfindlich dagegen erweist sich die Zündanlage. Sie ist offensichtlich für Feuchtigkeit empfänglich. Bei dementsprechenden Straßenverhältnissen ist Vorsicht am Platz. Ein Lob ohne Einschränkung verdient sich die Bremsanlage. Sie arbeitet nicht nur zuverlässig und präzise, auch wenn sie stark belastet wird, gibt es keinen Grund zur Klage. Bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen nach 52 Metern und 60 Zentimetern. Kältetest. Wie immer ist das Testobjekt auf 15 Grad unterkühlt. Der R14 ist mit einem Choke ausgestattet, springt an, als sei nichts gewesen und als wolle er andere Minuspunkte wieder wettmachen. Andere Minuspunkte wieder wettmachen, das gibt es leider nicht im Automobilgeschäft. Und so haben wir es hier mit einem Auto zu tun, das neben einem exzellenten Raumangebot, einer vernünftigen Wirtschaftlichkeit und einem annehmbaren Preis Minuspunkte kassiert bei der Lenkung, beim Getriebe und auch in gewisser Beziehung bei der Leistung. Minuspunkte, die ganz überflüssig sind. Die Grundkonzeption stimmt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Verbesserungen im Detail sind notwendig und dann wäre der R14 eine noch rundere Sache, als seine Form andeutet. Die wichtigsten Messwerte in der Zusammenfassung. Beschleunigung von 0 auf 100, 16,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 145 Kilometer.
Testverbrauch 10,1 Liter. Windabweichung 2,20 Meter. Bremsweg aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 52,60. Wendekreis 10,20. Geräuschmessung 72 dBA. Unverbindliche Preisempfehlung ca. 11.900 Mark.